Heyo und herzlich willkommen hier zurück, Zippala, zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. So, ja, wir sind hier. Oh, hey, komm mal her, Gegenstand herbringen. So, wir werden jetzt uns die nächste Mission annehmen. Und ich will auf jeden Fall eine von denen machen. Ich gucke gerade, wo liegt denn der nette Zug? Der liegt da. Da kommen wir ja am Zimmer mit Ausblick vorbei. Das heißt, wir könnten hier mal schnell ins Zugversteck. Und mit Zugversteck fahren wir rüber zu Dings. Rüber zur Mission. Ne? Und dementsprechend können wir nämlich dann dort die nächste Mission machen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir der ganzen Sache ja auch noch näher. Ne? Man weiß ja nicht. Besuchen Sie das Zugversteck, um die Attentatswand einzusehen und das nächste Ziel, schätze ich mal, zu besiegen. So, wenn Gelbfer, bla bla bla, ja, klar. Das ist mir alles klar. So. Ist er frei? Ich hoffe, Sie haben mein. Das Ding wollen wir markieren. Genau. Schauen wir mal. Sequenz 5. Berufsrisiko. John Aliensen ist tot und wurde. Okay. Genau, das Berufsrisiko. So, dann nehmen wir mal schnell den netten Einkommen hier. Ach komm. Mit der Klinge auf, Sohn meines Vaters. Ja, ja. Manchmal vermisse ich Crowley. Gang Upgrade. Stimmt, das können wir auch schnell mal machen. Waffenbrüder, Rückfahrer, Rückschläger, vergifteter Brunnen. Machen wir mal Waffenbrüder. Sollte dann ein bisschen Aktion abgeschlossen. Dekorateur. Okay. So. Hey. Ich hörte, Dr. Elliotson hatte einen unerfreulichen Abgang. Ich hoffe, du hast ihn dann aufgeholt. Ja, klar. Bin die Kühlerfigur. Ah ne, die Kühlerfigur muss dann ja nach vorne. Bin die Kühlerfigur. Fahr weiter. Bin die Kühlerfigur vom Zug. Zugsurfing. Ah. Zu weit weg. Wäre aber geil geworden, weißt du, so beim Vorbeifahren vom Zug einfach mal einmal so zack. Kommt von hinten ein Zug? Nee. Gut. Einfach damit ich. Ja. Gut. Hab. Zug, du kannst ruhig weiterfahren. Ich will nur.
Nein. Die Mission werden wir jetzt nicht machen. Den Spaß. Das werden wir heute, jetzt zumindest noch nicht machen. Vielleicht später irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Wir wollen darüber. Ja, ja. Wie gesagt, später. Die ganzen Befreiungskram machen wir entweder noch ein Stück weit im Let's Play oder halt, also als Nebending oder halt, warte mal. Wir müssen Divi Eevee spielen, nicht Divi. Sorry, ich guck zu viel Divi. Eevee spielen. Inventar. Was haben wir denn eigentlich bei ihr so als Waffe? Nichts Besseres. Das geht auch noch. Das ist auch noch der gleiche. Ja, elegant hat. Elegant. So. Fähigkeiten natürlich. Warte mal, wie ist das? 12, 12, 12. Dann machen wir das ganz einfach. Machen wir erstmal hier. 13. 13. Und 13. Und nochmal 14. So. Einfach, damit wir die Mission auch mit der richtigen Person starten können. Mit Eevee. Dass eine derartige Tragödie nie wieder passiert. Also führen die Hinweise aus dem Kenway-Haus zu diesem Monument. Welch wunderbare Zeitvertreib, mir zu folgen und offensichtliche Fragen zu stellen. Da Henry nicht mehr hier ist, dachte ich, du freust dich über die Gesellschaft. Ich benötige keine Gesellschaft. Und Mr. Green folgt ein paar eigenen Spuren. Oh ja, Mr. Green. Welch faszinierende Idee. Oh bitte, Mr. Green, sehen Sie sich mal dieses Buch an und stehen Sie dabei ganz nah neben mir. Ich habe nie... Du magst nichts Besseres zu tun haben, aber ich versuche, die Assassinen zu beschützen. Ach, tust du das? Was hat Vater immer gesagt? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Genau das. Aber egal, ich bin weg. Wenn ich weitere sinnlose Hinweise für dich finde, melde ich mich. Ja, oh Gott. Bis dahin werde ich deine Abwesenheit genießen. Sie müssen nur aus den Häusern ausziehen, wenn diese unsicher sind. Bitte. Okay. Zeigen Sie etwas Respekt für unsere Gäste. Unser neuer Vorschlag wird dafür sorgen, dass diese Slums durch bessere, sichere Häuser ersetzt werden, mit mehr sanitären Anlagen und weniger offenem Feuer. Was für ein Aufruhr! Sie benehmen sich ja wie Kinder! Sie sind wirklich sehr undankbar! Wollen Sie denn wirklich in einer Feuerfalle leben? Nun, wir können okay. Nicht weitermachen, bis Sie sich beruhigt haben. Habe ich hier irgendwo noch meine Leute? Da drüben, ja toll. Die Leute da drüben kann ich aber nicht andingsen. Um sicherzustellen, dass eine derartige Tragödie nie wieder passiert. Ich danke all unseren Gästen, dem ehrenwerten Premierminister Disraeli, den Mitgliedern des Parlaments und allen anderen, dass sie heute hier sein können. Unsere Gesetzesvorschläge schön ein bisschen am Ups.
Und zack. Zack. Zack, zack. Guten Tag. Na, komme ich irgendwo hier durch? Jo. Durchsuchen wir es mal. Klar, ich habe sie jetzt gekillt gehabt, aber komm. Die Olle ging mir eh schon auf den Keks. So. Schätz mal, ich hätte durchs Volk flitzen müssen, um dann da unten ranzukommen. Aber Gott, komm schon. Als wenn ich da irgendwie Rücksicht drauf nehme jetzt. Yep. Kommt mir bekannt vor. Okay, in die Richtung müssen wir. Ja, schön, den Helixpunkt gleich mit. Hüpp. Guten Tag. Jo, guten Tag. Moin. Zack. Na komm. Na los! Sprung. Ja. Todessprung von der Seilrutsche in den Heuhaufen. Glaube ich zwar nicht, dass ich das hinkriege, aber okay. Komm schon! Schneller! Wenn man meint. So. Ja, Bewegung. Hallo. Ich glaube mal, da oben muss ich hin. Also. Hallo. Wusch. Viel Spaß. Okay, hier haben wir nichts. Tatsächlich gar nichts, ne? Komm. Wir springen nach oben. Beziehungsweise klettern nach oben. Hopp. 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 Nee, das ist es nicht. Na komm. Ah. Bitteschön. Lösen wir mal das Rätsel. Zack. Zack. Hallöchen. Ach du Scheiße. Ich schätze mal, dass die Symbole gleichen Symbole hier auf dem Dings sind. Scheiße, das Symbol haben wir gar nicht dort. Okay. Ergo. Das bräuchten wir dort. So. Damit wir das
Achso, die haben wir, die drei. Hier ist aber gar kein Symbol. So. Na? Nee. Okay. Das Symbol haben wir. Und dementsprechend haben wir das Symbol, das Symbol, das Symbol, das Symbol. Nee, warte mal. Okay, dann kann es ja dort nur eventuell das Symbol sein. So, das heißt, das kann nur das sein, das kann nur das sein. So, habe ich. Ich habe aber keins davon. Das ist merkwürdig. Ach Gott, da muss man jetzt überlegen und das kann ich doch immer so schlecht. Okay, wenn ich den da habe, machen wir mal den. Dann wäre rein theoretisch. Nee, das sind 7, ne? Sehe ich gerade. Ja, nee, doch. Könnte passen. So. Das wäre nicht machbar. Weil da fehlt unten das E. Okay. Da stimmt es anscheinend schon. Dann haben wir. Ah. Ah, jetzt haben wir es. Man hätte auf das nette Geräusch auch achten können. Ne? Okay, da oben. Da. Es ist da ganz oben. Ja, würde ich sagen, ne? Dass sich da ganz oben befindet. Ist da oben nicht auch der. Ja. Könnte ich ja gleich mal, ne? Hab. Zack. Hab. Erstmal nur. Yes. Ist denn hier nicht? Ah ne, da unten. Ich sehe schon. Stimmt. Zack. Und dann hier. Hier wäre die Synchronisierungs der Synchronisierungspunkt. Okay. Wollte gerade schon sagen, hä? Oh, da ist eine goldene Kiste. Cool, dann kann ich die auch gleich mitnehmen, bevor wir die Folge beenden gleich. Wie gesagt, wir machen dies noch schnell. Schnell mal hier fertig. Den ganzen Spaß. Ne? Einmal hier. Schlösser knacken. Knack. Da haben wir erstmal die goldene Truhe. Oder verschlossene Truhe, je nachdem, ne? Und dann haben wir dort oben betreten. Der Schlüssel zum Gewölbe und zum Tuch. Jupp. Yep.
Guten Tag, Miss Fry. Das nehme ich. Sie wollen das Tuch, um ihre Macht zu festigen. Aber was, wenn es zu mächtig ist? Und wozu wollen Sie das Tuch? Nur damit die Templer es nicht bekommen. Typisch Assassinen. Die Macht des ewigen Lebens zu besitzen, aber sich dann nicht trauen, sie einzusetzen. Ewiges Leben? Glauben Sie, das hat das Tuch zu bieten? Was ich glaube, hat Sie nicht zu interessieren. So. Zack. Kommen Sie mit. Ich habe andere Pläne. Nein. Sie hat die. Verdammt. Oh Gott. Sie hat den Schlüssel. Alle Angriffe von Lucy kontern? Okay. Egal. Naja. Das ist natürlich nicht so toll gelaufen. Deswegen würde ich sagen, öffnen wir erstmal den Dings. Und würde sagen, dann war's das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Assassin's Creed Syndicate. Also, tschüss, ciao, euer Hanne Vasquez an.